Der nächste Redner ist ein Mitglied des Bundestages. Ich begrüße recht herzlich Götz Fröming. Götz, du stellst dich am besten selber noch mal vor, was du genau im Bundestag machst. Bitte schön. Ja, vielen Dank, lieber Jan-Oliver Zwerg. Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Pirna. Ich bin Mitglied unserer AfD-Bundestagsfraktion und darf Sie auch ganz herzlich im Namen der ganzen Fraktion begrüßen. Und Sie sehen, die Glocken läuten dazu, das soll uns nicht stören. Ich denke bei der Gelegenheit zurück an meinen Großvater, der damals nach dem Krieg als Heimkehrer aus dem Krieg die nordelbische Landeskirche mit aufgebaut hat, sich jahrelang in der Kirche engagiert hat. Wenn die Kirche jetzt meint, sie müsse irgendwie gegen uns bimmeln, dann hat sie sich, glaube ich, verbimmelt, liebe Freunde. So. Ich habe, wie immer bei meinen Reden jetzt in Brandenburg oder auch in Sachsen, mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über Pirna. Dass Pirna so schön ist, war von der Ferne im Internet nicht zu sehen. Ich bin zum ersten Mal heute hier, aber es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, denn Pirna ist eine wunderschöne Stadt mit einer großartigen Geschichte. Und ich bin im Bundestag so auch ein bisschen für die Geschichte zuständig als Mitglied im Bildungs- und Forschungsausschuss und auch im Kulturausschuss. Und ich bin hängen geblieben bei einem Namen, bei einem Sohn ihrer Stadt. Dieser Mann hieß Wilhelm Hausner. Wilhelm Hausner, es gibt, glaube ich, irgendwo in Pirna auch das Haus mit einer Gedenktafel, das wissen Sie besser. Wilhelm Hausner war Arzt und er war Freiheitskämpfer. 1849 kämpfte er in Dresden beim Maiaufstand für die Verfassung, für die Paulskirchenverfassung, und er wurde von preußischen Soldaten erschossen. Wilhelm Hausner war ein Freiheitskämpfer und er stand in der Tradition der freiheitlichen deutschen Bewegung, die 1848-49 mit der großartigen Versammlung in der Paulskirche ihren Höhepunkt fand. Ja, erschossen wurde er von Soldaten aus Preußen und schon damals war es so, dass diejenigen, die für Einheit, Einigkeit, Recht und Freiheit einstanden, die Versammlungsfreiheit schützen wollten, die das Recht auf freie Rede schützen wollten, die wurden verfolgt von einer Obrigkeit. Ich will meinen, das kommt uns doch ein bisschen wieder bekannt vor. In Berlin hätten wir jetzt in den nächsten Tagen unseren Landesparteitag abhalten sollen. Parteien sind verpflichtet, durch das Parteiengesetz Parteitage abzuhalten. Aber ein grüner Stadtrat hat uns kurzerhand die Räume gekündigt, sodass wir unseren Landesparteitag absagen mussten. Das, liebe Freunde, ist nicht nur ein undemokratisches, das ist ein antidemokratisches Verhalten, das wir uns auch nicht gefallen lassen werden. Und wir lassen uns auf das, wofür die Väter stritten, nämlich die Einheit und die Freiheit und das Recht unserer Nation nicht mehr nehmen und koste es auch unser Leben. Und wir sind alle stolz, wenn wir zurückdenken, dass Sie hier in Sachsen und überhaupt in den ostdeutschen oder sagen wir besser mitteldeutschen Ländern ja gekämpft haben für die Einheit und für die Freiheit. Und daran müssen wir festhalten, liebe Freunde, denn leider gibt es Kräfte nicht nur bei uns, sondern darüber hinaus auch in Brüssel und andernorts, die die Nationen abschaffen wollen und der Meinung sind, man bräuchte sie doch gar nicht mehr, das könne man doch alles von viel weiter oben organisieren und regeln. Und auch da sagen wir, das ist undemokratisch, Nation und Demokratie gehören zusammen, liebe Freunde. Ja, ich werde ein paar Sätze noch sagen, zunächst zur Kultur. Ich hatte Ihnen gesagt, ich bin im Kulturausschuss, da gäbe es natürlich viel zu berichten über die sogenannten Kulturschaffenden, die dort Mitglied sind. Der Bund mischt sich ja immer mehr ein, nicht nur in die Kultur, sondern auch in die Bildung, obwohl das ja eigentlich Ländersache ist. Wir als AfD wollen, dass das auch so bleibt, denn wenn die Dinge von Berlin aus geregelt werden, werden sie meistens nicht zum Besseren geregelt. Ein paar Beispiele, an denen Sie sehen, wie unsere Kultur
ich will mal sagen, zumindest angegriffen wird, wenn nicht sogar schon teilweise unter die Räder gerät, in einigen Städten Westdeutschlands zumindest. Sie erinnern sich an die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz, die der SPD angehörte, und sie ist ja bekannt geworden durch die berühmte Aussage, eine deutsche Kultur gibt es gar nicht. Zumindest jenseits der Sprache, hat sie gesagt, gibt es gar keine deutsche Kultur. Deshalb müsse man sich auch nicht an die Deutschen oder eine deutsche Kultur anpassen. Ich glaube, liebe Freunde, sie hat ein bisschen geflunkert. Sie weiß sehr genau, sie ist ja sogar in Deutschland geboren, sie weiß sehr genau, dass es eine deutsche Kultur gibt. Die Wahrheit ist eine andere. Sie und ihre Helfershelfer sind dabei, die deutsche Kultur anzugreifen und zu zerstören. Ich will Ihnen das noch an zwei weiteren Beispielen zeigen, wie das passiert. Heute lesen wir in der Zeitung Berliner Tagesspiegel, dass ein neues Theaterstück aufgeführt wird, in Berlin, im Gorki-Theater, hochsubventioniert mit unseren Steuergeldern. Dort hat ein Dramatiker mit dem Namen Necat Özyri sich an Kleists Verlobung in St. Domingo versucht. Das ist eine Novelle, er hat sie umgeschrieben zu einem Drama. Und wer diese Novelle kennt, der weiß, dass in dieser Novelle zufällig die Schwarzen die Bösen sind und die Weißen die Guten. Das darf natürlich nicht sein, deshalb hat er das geändert. Und jetzt sind, wie es politisch heutzutage korrekt sein muss, die Weißen natürlich die Bösen und die Schwarzen die Guten. Des Weiteren hat er die gesamte Novelle gescannt, sagt er, mit einem Röntgenblick und hat alle Wörter, die man nicht mehr sagen darf, herausgestrichen. Bei Kleist steht natürlich noch das Wort Neger. Das darf dort natürlich nicht mehr stehen und wird dann durch den entsprechenden politisch korrekten Begriff ersetzt. Liebe Freunde, damit wir uns nicht missverstehen, auch ein Herr Özyri darf Kleist verhunzen, verdrehen, vergewaltigen, was auch immer. Er darf das. Das gehört zu unserer Kunstfreiheit und wir als AfD stehen zur Kunstfreiheit. Aber er darf nicht erwarten, dass wir ihm dafür Beifall klatschen und das auch noch mit unseren Steuergeldern bezahlen müssen, und das wird die AfD ändern, liebe Freunde. Das zweite Beispiel, Sie sehen, mein Puls geht hoch, wenn ich das erzähle. Das zweite Beispiel ist ähnlich problematisch. Wir haben gestern den 270-jährigen Geburtstag unseres großen deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe gefeiert. 1749 geboren, am 28. August, Frankfurt, im großen Hirschgraben. Ja, was fällt da einer Frankfurter, einer Künstlergruppe, die sich nennt Frankfurter Hauptschule, das sind sozusagen die Söldner von Frau Özoğuz. Ja, was fällt dieser Künstlergruppe ein anlässlich des Jubiläums? Sie fahren nach Weimar und schänden Goethes Gartenhaus, indem sie es mit Klopapier bewerfen, umwickeln und das ganze Gelände verunstalten. Warum machen sie das? Sie haben das sogar noch begründet und haben gesagt, naja, der Goethe, immerhin haben sie ein bisschen Goethe gelesen scheinbar oder nachgelesen, ja, der Goethe, der habe sich ja abfällig gegenüber Frauen geäußert, weil zum Beispiel das Gedicht Heidenröslein, das sei ja frauenfeindlich, da könne man ja eine Vergewaltigung hineininterpretieren. Und überhaupt sei ja das Frauenbild von Goethe überhaupt nicht mehr in Zeiten von MeToo und so weiter zeitgemäß. Also man müsse Goethe aus dem Lehrplan streichen oder ihn umschreiben, verbannen, man dürfe die Straßen nicht mehr nach ihm benennen und so weiter und so weiter. Ja, es ist schlimm, dass diese Kulturbanausen häufig auch noch ein Forum bekommen in unseren Zeitungen und nicht selten auch noch mit Geldern unterstützt werden. Aber auch das wird sich ändern, wenn die AfD in der Kulturpolitik mitreden kann, liebe Freunde. Ich komme zur Bildungspolitik. Vielleicht wissen Sie, dass ich viele Jahre als Lehrer gearbeitet habe. Zunächst am Bodensee in einem sehr guten Internat, dann an einem staatlichen Gymnasium bei Baden-Baden. Ich war auch in Brandenburg ein Jahr tätig
und schließlich dann in Berlin im schönen Wedding. Sie sehen, ich habe also die Bildungsrepublik so einmal durchreist und ich will Ihnen mal nur ein, zwei persönliche Beispiele, Anekdoten berichten aus meinem Berliner Schulalltag, damit Sie sehen, was Ihnen hier in Pirna und Sachsen blüht, wenn wir die derzeitige Entwicklung nicht stoppen. Die erste Anekdote habe ich übertitelt, die deutsche Sprache. Jedes Mal, wenn ich eine neue Klasse bekam, habe ich meine Schüler erstmal gefragt, um zu wissen, was mir auch bevorsteht als Deutschlehrer, wer von euch spricht denn zu Hause Deutsch? Raten Sie mal, wie viele Finger da hochgingen. Richtig, meistens keiner. Einmal hatte ich eine Klasse, da ging ein Finger hoch. Ein paar haben dann gesagt, ja gut, unter uns reden wir Deutsch, aber wenn Oma, Opa dabei sind, dann doch alle wieder Türkisch oder Arabisch. Und einmal hatte ich eine Klasse, da ging ein Finger hoch. Und da habe ich noch gefragt, wer hat denn deutsche Freunde? Sehr wichtig, Integration. Da ging dieser eine Finger hoch. Sag, toll, wie heißt du? Weiß nicht mehr. Mehmet, sag mal, wer ist denn dein deutscher Freund? Sagte, ja, das ist mein Fußballtrainer, aber der ist schon 70 Jahre alt. Ja, das war der einzige deutsche Freund, den er hat. So viel zum Thema Integration. Wie soll das gehen? Ja, Integration, das zweite Beispiel. Ich sitze vor einem Oberstufenkurs, kam frisch aus Baden-Württemberg und habe etwas von Integration erzählt. Die Schüler sahen mich ein wenig mitleidig an. Nach einiger Zeit, wir haben gesagt, wie wichtig das ist und klar und alles zusammen. Und ich habe gar nicht richtig hingeguckt, wer da vor mir sitzt. Plötzlich erbarmte sich ein Schüler, Oberstufe, und sagte dann, lieber Herr Frömming, also machen Sie sich doch nicht solche Sorgen. Die ein, zwei Deutschen, die hier noch in der Schule sind, die integrieren wir schon, um die kümmern wir uns. So, und das dritte Beispiel, wie das dann weitergeht, das heißt der Gebetsraum. Ich hatte einen Schüler, der war ein ganz besonders guter Moslem und er musste natürlich ständig beten. Er lief während der Klassenarbeit raus, ich habe gesagt, du bleibst hier, du musst die Klassenarbeit schreiben. Da gab es hinterher Ärger, aber nicht für den Schüler, sondern für mich. Denn das sind ja seine Gebetszeiten, er muss die einhalten, er kam mit Anwalt in die Schule etc. Der nächste Schritt war, er hätte gern einen Gebetsraum. Da haben wir gesagt, naja, es gibt doch einen Raum der Stille, da gehen ja alle rein. Da haben die Anwälte gesagt, das geht nicht, der Raum ist beschmutzt, da darf nur er rein. Daraufhin wurde dann ein ganzes Klassenzimmer für diesen Schüler zur Verfügung gestellt, abgeschlossen und nur wenn er dort beten wollte, wurde dieser Klassenraum geöffnet. Der Berliner Senat war überfordert. Das Problem löste sich erst dann, als der Schüler von der Schule ging. Kleine Anekdote am Rande. Ich war mit dem Jungen auf Klassenfahrt, eine ganze Woche unterwegs. Wir waren Tag und Nacht zusammen da, wie das ist auf der Klassenfahrt. Das Komische war, während dieser Klassenfahrt habe ich nicht einmal beten sehen. Es war also allein eine Machtprobe mit dem deutschen Staat. Liebe Freunde, warum erzähle ich diese Anekdoten? Ganz einfach deshalb, weil wir diese Verhältnisse, die wir heute schon haben in Berlin und Duisburg und Bremen und sonst wo im Westen der Republik, die wollen wir nicht auch noch in Ostdeutschland haben, wir wollen sie nicht in Sachsen haben und nicht in Brandenburg haben. So, und damit es nicht nur wieder heißt, naja, die AfD polemisiert und so weiter, noch ein paar Zahlen. Ein paar Zahlen, und zwar nicht von der AfD, sondern aus den aktuellen Berichten. Einmal werde ich zitieren aus dem Berufsbildungsbericht und dann auch noch aus dem nationalen Bildungsbericht, also von der Bundesregierung selbst herausgegeben. Zunächst einmal, wie ist denn die Situation? Gerade hieß es ja wieder in den Medien, kein Problem mit den Zuwanderern, die werden ja alle ganz schnell Berufe haben, alles super. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Der nationale Bildungsbericht, der aktuelle von 2018, weist aus, dass 37% der Migranten keinen Berufsabschluss haben. Also von allen Migranten, da sind schon die dabei, die auch aus Ländern kommen, an die man jetzt nicht so zuerst denkt. Wenn wir dann aber gucken, wer kam denn in den Zuzugsjahren, also 2014 bis 2016, für diesen Zeitraum haben wir extra Zahlen jetzt, wie sah es denn da aus? Da lesen wir, 53% sind ohne Berufsabschluss. Zum Vergleich, nach 1990, also als wir viele Russlanddeutsche hatten, die zu uns kamen,
da war diese Zahl deutlich besser. Sie lag 20% darüber, also besser, nach unten. Ja, wenn man jetzt sich mal einzelne Länder anguckt, dann kann einem schon mulmig werden. Betrachten wir etwa nur mal die Länder Türkei, Syrien, Irak, Afghanistan. Dann weist hier der nationale Bildungsbericht, ich sage die Seite dazu, falls das mal wieder jemand nicht glauben sollte, vielleicht von der anderen Seite da, Seite 56, weist der nationale Bildungsbericht aus diesen Ländern 70% ohne Berufsanschluss. 70%, liebe Freunde. Und nun differenziert hier der nationale Bildungsbericht noch weiter und sagt, es gibt ja zusätzlich zu der ganzen Gruppe der Migranten auch noch die Schutz- und Asylsuchenden. Nicht? Wie sieht es denn da aus, die aus dem Meer gerettet werden? Da haben wir hier auch auf der gleichen Seite die Angabe, von ihnen haben 11%, man höre und staune, haben einen Hochschulabschluss irgendwo, Uni Damaskus, keine Ahnung, wo gemacht. Aber auf der anderen Seite, 76% haben gar keine Ausbildung. 76%. Ja, das ist eine enorme Belastung für unser Bildungssystem. Und jeder, der mal in diesem Bereich gearbeitet hat, der weiß, was wir derzeit schon zu tun haben mit denen, die schon hier geboren sind, in der zweiten und dritten Generation. Und jetzt kommt diese Riesenherausforderung noch obendrauf. Dafür ist unser Bildungssystem nicht ausgelegt. Die Bundesregierung ignoriert das Problem. Ja, und auf dem Rücken unserer Kinder wird diese Politik hier ausgetragen. Und das, liebe Freunde, müssen wir auch dringend, dringend ändern, weil sonst geht insgesamt die Bildung in Deutschland herunter. Und ohne Bildung ist unsere Nation verloren. Wir haben keine Rohstoffe und brauchen diese Bildung. Ja. Ganz kurz noch, Deutschland ist ja stolz auch auf die berufliche Bildung. Das duale Bildungssystem ist ja sehr wichtig. Leider inzwischen glaubt man ja, dass jeder Abitur machen müsse und die Plätze wären nicht mehr besetzt. Auch hier bei der beruflichen Bildung, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Berufsbildungsbericht, hatte ich Ihnen noch versprochen, abschließen. Auch da sieht es schlecht aus, denn jeder dritte junge Mensch mit Migrationshintergrund bei uns blieb ohne Berufsabschluss. Das sind also die, die es versucht haben. Jeder dritte junge Mensch mit Migrationshintergrund, kein Berufsabschluss. Was sollen die machen später? Handlangertätigkeiten oder der Allgemeinheit auf der Tasche liegen. Ja, dann gucken wir mal selbst bei den Erwachsenen aus Zuwandererfamilien, die in Deutschland aufgewachsen sind, also die schon hier geboren worden sind, dann sehen Sie, wie schwer sich unser Bildungssystem hier tut. Also auch bei denen, die hier geboren sind, da war die Ungelerntenquote mit knapp 20% doppelt so hoch wie die der deutschen jungen Menschen ohne Migrationshintergrund. Das Ergebnis ist, wir haben in Deutschland derzeit 2,1 Millionen junge Menschen ohne jegliche Berufsausbildung. 2,1 Millionen sind schon da. Da frage ich mich, wieso muss man denn da noch eine weitere Million dazu holen? Dann soll doch erstmal die ausgebildet werden, die schon da sind. Es kann doch gar nicht sein, dass das nicht möglich ist. Da sollte man sich erst einmal anstrengen. Was lesen wir zu all diesen Themen? Ich komme nochmal abschließend auf die Medien zu sprechen. Was lesen wir dazu in unseren Qualitätsmedien? Zu diesen Zahlen. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen sie das erste Mal so gehört. Wir lesen wenig bis nichts. Stattdessen heute wieder oder gestern kam es Propaganda aus dem Hause Bertelsmann. Die Deutschen würden sich doch langsam anfreunden mit der Migration. Alles doch nicht so schlimm, es geht voran und da, wo sie noch nicht wissen, was gut für sie ist, dann werden wir schon mit der entsprechenden Propaganda dafür sorgen, dass sie das demnächst auch so sind. Liebe Freunde, ich will es abschließend vielleicht noch mal in einem Bild sagen. Ich habe über Bildung und Kultur gesprochen. Ich glaube, Bildung und Kultur sind die Grundlagen, sind das Fundament unserer Gesellschaft und unseres Staates und auch unseres Wohlstands. Selbst wenn die Häuser kaputt sind, kann man sie wieder aufbauen. Wenn die Fabriken zerstört sind oder eine Technik überholt ist, kann man sich eine neue ausdenken. Aber wenn Bildung und Kultur einmal kaputt sind, dann ist es zu spät. Und die Altparteien und ihre Helfershelfer im Kulturbereich, in den Medien, im Bildungswesen leider, viele Lehrer auch leider, sie nagen an diesem Fundament wie die Bisamratten an einem Staudamm. Liebe Freunde, es wird Zeit, dass wir den Spaten in die Hand nehmen
und dass wir die Löcher, die es hier leider schon gibt, stopfen. Liebe Freunde, es wird Zeit für die AfD. Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören. Vielen Dank, Götz. Ein wunderbarer Vortrag über Kultur und Bildung. Wir bedanken uns recht herzlich.